Yo ho, Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, die Sims 4 Zeit für Drama. Denn Drama hatten wir jetzt, weiß Gott, 2 Folgen lang. Erst war Chloe vollkommen klar, dass ihre Eltern sich trennen würden, dann haben sich ihre Eltern wirklich getrennt und Marvin ist ausgezogen und wohnt jetzt hier in einer Apartmentwohnung in meinem Viertel. So gruselig, wenn ich das angucke, denke, sieht aus wie bei mir zu Hause. Das ist so gruselig. Und er wohnt jetzt halt hier alleine in seinem eigenen Apartment. Und Marvin hat ja ein bisschen so die Midlife-Crisis eigentlich jetzt hinter sich. Und jetzt ist es langsam mal Zeit aufzuwachen. Es ist einfach Zeit aufzuwachen, den eigenen Weg jetzt erstmal für eine Weile zu gehen. Und eventuell ist er ja in der Lage. Boah, so ein Takuauflauf. Vielleicht ist er ja in der Lage, alles umzukrempeln. Ich heiße Marvin. Mit unserem Computer, das hat es so einfach angefangen. Und ach, er hat halt gleich seine erste Freundin beim ersten Mal geschwängert. Das ist halt passiert, weil die beiden überhaupt nicht nachgedacht haben, was sie da machen. So dem Motto so, da passiert schon nichts. Ja, und jetzt sitzt Marvin da und sein Herz ist gebrochen. Und er hatte zwischenzeitlich so eine Art Büroaffäre. Nichts Ernstes, nur Flirt quasi. Und das ging dann nicht gut und die beiden haben es versucht mit Paartherapie und allem, aber der Stress mit der Arbeit und es kam kein Geld rein und Marvin hat sich immer beschwert und sie hatte die Schnauze voll davon, dass er sich beschwert und das war einfach der Wurm jetzt drin. Es müsste erst ein bisschen Abstand voneinander gewinnen für eine Weile und ich bin der Meinung, dass Marvin sich jetzt mal um sich selbst kümmern sollte. Ja, ein bisschen Sport treiben, vielleicht mal den Bart abrasieren und die Haare kürzen oder sonst irgendwas, damit er wieder zu so seinem alten Marvinschen Ich findet. Und bist du eigentlich immer noch junge Erwachsene? Steht das irgendwo? Ja, du solltest auf jeden Fall altern. Kann man das einfach so machen? Wir könnten, glaube ich, im Cars for the Dithmode dich altern lassen. Testing Cheat 2, Cars Full Edit Mode. Und dann gehen wir in den Cars Full Edit Mode und gucken, was wir aus Marvin machen können. Wie sein neuer Style aussehen wird. Vielleicht einfach sich. Ich bin der Meinung, Marvin sollte sich voll aufs Business konzentrieren. Er wird jetzt so ein richtiger Workaholic. Ich bin der Meinung, Marvin wird jetzt einfach ein richtiger Workaholic. Erstens mal altern. Einmal altern musst du schon mal, ja? Er wird jetzt ein richtiger Workaholic. Der Spinner, der ist erstmal nicht mehr da. Er ist ein Geek, er ist ein Nerd, er ist jetzt extrem ehrgeizig, finde ich. Er wird jetzt einfach zum Workaholic. Extrem ehrgeiziger Marvin wird zum Workaholic. Wir müssen ihm ein bisschen helfen. Dass, angenommen, er wäre schlanker, hat er immer noch so ein bisschen Bauch, weil ich das extra so gemacht habe. Nee, 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 nee. Das musst du dir erstmal abtrainieren, Junge. Das musst du dir erstmal abtrainieren. Da musst du erstmal ein bisschen Sport treiben. Alles klar. Dann gucken wir uns jetzt mal dein Gesicht an. So, dann nehmen wir mir das mal. Oh mein Gott, da ist der alte Marvin drunter. Das weg. Okay, eine Business-Frisur. Das wäre eine Business-Frisur. Damit er so ein bisschen mehr, ja, was würde ihm dann stehen? Er hatte ja immer so ein Dreitagesbart, das ist so ein bisschen so ein Leo-Bart. Also er hatte ja zwischendrin eigentlich, hat er eigentlich immer so ein Bart, ne? Das sieht so ein bisschen, das steht seinem fliehenden Kinn nicht. Damit hat er wesentlich mehr Kinn. Also das würde ihm halt helfen, seinen fliehenden Kinn so ein bisschen zu kaschieren. Damit sieht er auch schon wieder selbstzufriedener und selbstsicherer aus. Ja, nee, ist klar. Die Frisur ist ganz schön. Können wir seine Augenbrauen vielleicht noch ein bisschen. Was hast du denn da? Du hast eigentlich wenig Augenbraue. Wenn man älter wird, werden die manchmal ein bisschen buschiger, habe ich festgestellt. Steht ihm echt ganz gut. Vielleicht auch eine neue Brille. Was anderes? Weil das Modell halt schon ganz schick ist, so. Gibt es da auch bessere Modelle sonst noch? Nee, ne? Das ist mehr businesslike, aber es steht ihm nicht. Das steht ihm schon so ganz gut. Alles klar, jetzt brauchst du noch Business-Klamotten. Kann das mal ein bisschen schmaler hier werden? Das ist ja schon ein bisschen. Also, wenn du jetzt dünn wärst, wäre sogar das immer noch merkwürdig von der Breite. Liegt das ein bisschen noch an den Klamotten? Ich weiß, dass ich, als ich ihn dicker gemacht habe, da ein bisschen dran rumgeschraubt habe. Ganz so dick wollen wir dich nicht machen. Das machen wir ein bisschen so. Okay, businesslike heißt, er hätte halt quasi bei der Arbeit auf jeden Fall also Business-Klamotten an, aber so, ja, hier, perfekt, sowas. An sowas hatte ich gedacht, tagsüber. Nee, das ist zu jugendlich. Das sind braun, ist nicht so schön. Das in rot steht ihm. Und dann dazu Jeans.
bequeme, aber ordentlich sitzende Jeans. Die müssen ordentlich aussehen. Die dürfen nicht zu... das ist schwierig. Nein, wir nehmen normale Hosen. Ich habe mich umentschieden. Hier, so Business-Hosen. Socken, mein Freund. Ganz normale Socken, bitte. Die Schuhe sind in Ordnung. Jetzt brauchst du noch eine Uhr, eine Business-Uhr. Es ist so, wie Marvin eigentlich hätte sein sollen. Versteht ihr? Das möchte ich jetzt gerne machen. So, wie Marvin eigentlich hätte sein sollen. Fern von dem ganzen merkwürdigen Sachen, die er da getrieben hat. Unser Marvin, einfach ein bisschen erwachsener. Und hier auch die Kombination, die muss auch ein bisschen ordentlicher werden. Das ginge doch zum Beispiel. So ein Schwarz, sehr schön. Sportklamotten, die sind in Ordnung so. Schlafanzug ist auch in Ordnung so. Ausgehklamotten, nee. Abgesehen davon brauchst du da auch die andere Brille. Die hier in Schwarz. Da nicht beim Sport machen. Die hier in Schwarz war das. Abendgarderobe. Die hier in Schwarz. Nee, ja, das ist immer noch eine andere Brille. Oh Gott. Ist die hier. Okay, never mind. Ich bin da manchmal ein bisschen verdorbt. Alles klar. So, damit das wieder passend zu seinem Typ ist. Was nehmen wir denn da? Das hat doch Marvin früher immer getragen, nicht wahr? Das waren die alten Klamotten. Ja, aber das sind ja, er soll ja cool aussehen, wenn er abends im Club unterwegs ist, quasi. Da wäre so ein bisschen was Gewagtes, wie das hier wäre echt cool. Und die Hose, die wir hier haben, gibt's auch in Jeansfarbe. Das finde ich eigentlich ganz cool, auch mit den Schuhen zusammen. Das ist ein bisschen was Gewagtes. So, Marvin geht, also, das steht ihm unglaublich gut. Er sieht da richtig aus wie ein Papa. So hätte ich mir halt gewünscht. Aber es hat ja nicht geklappt. Das war halt einfach, es hat nicht sollen sein. Das war so, dafür geht er jetzt daran, sich darum zu kümmern. Das finde ich gut, Marvin. Marvin, das ist eine gute Entwicklung. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Und dann geht er Sport treiben ordentlich und versucht, seine sozialen Kontakte wieder auf den Weg zu bringen, dass das alles funktioniert. Mit seinen Freunden muss er wieder richtig in Kontakt treten. Wäre ich schwer für. Auf jeden Fall jetzt mal am Abend telefonieren mit allen und erzählen, was passiert ist. Thorsten und Mikisch müssen das wissen und Yuki und Sarah. Alles, was so passiert ist. Alles, was so chaotisch geworden ist. Ich meine, es ist halt einfach nur mal das Leben. Und vielleicht, wenn er sich anstrengt... vielleicht, wenn er sich anstrengt, kann unser Marvin auch seine Frau wieder, also seine Ex-Frau wieder zurückgewinnen. Das ist aber ein schönes Bild. Seine Traurigkeit mitteilen, ne? Dann machen wir das auch mal unseren Freunden gegenüber, wenn wir dann die noch unsere Freunde nennen können. Also Yuki... traurige SMS schicken. Sarah ebenfalls eine traurige SMS schicken und Thorsten anrufen. Oh! Wie lange hält denn das bitte an? 2 Tage wegen Scheidung. Ja. Die anderen kennen wir wieder alle gar nicht, ne? Macht zwar keinen Sinn, Spiel. Macht wirklich keinen Sinn, dass wir Mikisch und Jacob nicht kennen. Auch denen schicken wir eine traurige SMS. Also ich schlafe, ruf später nochmal an. Boah, ey, du bist für deine Freundin nicht mal danach da, Thorsten. Thorsten, du warst nie für mich da. Auf jeden Fall. Allen eine SMS schicken, auch wenn wir mit denen keinen Freundschaftsbalken mehr haben. Den cheate ich uns später wieder. Ist mir sowas von egal, dass das Spiel da jedes Mal so verrückt spielt. Oh. Gott, sein gebrochenes Herz macht ihm mehr zu schaffen, als er geahnt hat, was? Ja, hinterher ist man immer schlauer. So, du gehst jetzt, um nicht abzureagieren, erstmal automatisches Licht. Alle Lichter. Du gehst jetzt erstmal Ausdauerlauf machen. Das bringt dich auf andere Gedanken. Komm schon, Marvin. Okay, nein, Marvin geht jetzt erstmal Ausdauerpulle. Wie sieht es überhaupt aus mit deinen Belohnungslebenszeitspunkten? Da hast du ja eigentlich noch gar nichts eingelöst, ne? Mentor, Frühaufsteherwitzleser, Insta-Schlank. Insta-Schlank ist natürlich auch der wirkungsvollste E-Trink auf dem Markt. Naja, ein bisschen langweilig dann. Insta-Groß, Stimmungslöser, stets willkommen, Sportskanone. Füllt Sportskanone Spaßbedürfnis und büßen nie an Hygiene ein. Das finde ich ganz gut.
Das machen wir jetzt einfach mal, weil wir es können. Und dann ist er auch noch jetzt wachsamer. Genau, er ist wachsamer, um sich die Merkmale anderer zu merken. Also das ist quasi so, es geht jetzt darum, dass er aufmerksamer wird, wachsamer wird und ja, ausheulen wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Und dann schlafen gehen, Monster unter dem Bett einsprühen oder was ein Kinderbett ist oder so. Ja, keine Ahnung, man kann es ja Ausdauerlauf auch noch morgen machen. Jetzt mit deinem Job aus, 9 Stunden bis zur Arbeit. Naja, momentan sieht es ja echt ganz gut aus, jobtechnisch. Für Marvin, dem Entwicklungschef, wenn du deine Tagesaufgabe mit dem Programmieren hinkriegen würdest. Oh. Dann, was sollst du denn programmieren überhaupt? Weiter Handy-App programmieren. Dann wäre das doch genau das Richtige. Erstmal jetzt schlafen gehen, so. Zieh mich jetzt an und leg mich ins Bett und träume von meiner besseren Zeit. Und was mache ich? Ich bin auch müde, aber ich zocke immer noch die ganze Zeit und gucke Fernsehen. Das ist voll realistisch. Bei mir läuft nämlich auch gerade der Fernseher mit Olympiade. Wir sind aber müde, deswegen gehen wir schlafen. So, armer Marvin. Klappt das mit dem Vorspulen? Ja, tatsächlich, es klappt ausnahmsweise mal. Du musst wann zur Arbeit? Um 9. Das bedeutet, wenn du um 7 Uhr aufstehst, kannst du noch machen, was wichtig ist. 3, 4, 5 und guten Morgen. Hey, perfekt, du stehst sogar um 7 Uhr auf. Jetzt bin ich aufgestanden, ich fühle mich heute noch beschissener als gestern. Mann, die neue Wohnung ist schön, aber leer und einsam und alles ist traurig und ich programmiere jetzt eine Handy-App. Piep, 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 piep. Cool, die Sachen bewegen sich, ohne dass er was macht. Er hat magische Fähigkeiten. Gerade erst begonnen. Oh Gott, es ist die Kasse davor und weint dann auch noch. Oh. Oh Mann. Handy-App fertig. Gebe einen Namen für die neue Handy-App ein. Wie war's mit Nummer gegen Kummerfinder? Das ist die neue Handy-App. Damit kann man leichter die Nummer gegen Kummer finden. Programmieren. Handy-Apps sind doch eine super Sache. Freiberufliche Arbeit beginnen, geht doch auch. Meine Telefon-Icons sehen trist und langweilig aus. Kannst du eine App schreiben, damit alle Icons Smokings tragen? Das wäre doch cool. Okay, dann machen wir das mal. Wir müssen aber gleich arbeiten, glaube ich. Das dauert ja lange, bis man das gemacht hat. 25% erledigt. Naja, besser als gar nichts. Ja, muss gleich bei der Arbeit sein. Glücklich sieht anders aus. Oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ein Sim dann so traurig dauerhaft und alles. Oh, mehrere Tage halt, ne? 2 Tage jetzt noch. Wie geht's meiner Wenigkeit? 8:03 Uhr. Ich schlafe eigentlich immer bis 9, von daher passt das auch ganz gut. Wenn man sieht, dass das alles recht realistisch gehalten ist. Hey, und ich kann ja das Essen. Ach ja, ich habe noch Buntbarsch in der Pfanne. Alles klar, guten Morgen. Es ist allerdings unrealistisch, dass ich morgens aufstehe und Hunger habe. Das ist eigentlich nicht so. Als erstes krieche ich eigentlich ins Badezimmer, aber gut. Fast. Fast, fast, fast. Och Gottchen, ich möchte Marvin Arm nehmen, auch wenn er selber Scheiße gebaut hat und Schuld an dem Zustand hat, den er da provoziert hat. Seiner Fremdgeherei und nicht auf seine Frau eingehend. Oh, oh, Svenja möchte sich mit... Hallo? Ich krieg dich nicht mehr aus dem Kopf. Wie wäre es mit einer Verabredung zum Frühstück im Restaurant Das Blöckende Lama? Svenja? Na gut, man kann es verstehen, wenn man einen Freund hat, der... Hallo, ja, ich bin der Alenton, ne? Hallöchen und so. Ja, manchmal bin ich ein bisschen komisch, ne? Nein. Nur weil die mal... Die haben sich nur einmal in der Interaktion aus Versehen angeflirtet. Nicht mal richtig. Das war nur so eine typische Kettenverstrickungsreaktion. Zeit für die Arbeit, Marvin. Marvin, du kannst, ich weiß, Depressionen sind schlimm, aber es macht es auch nicht besser, wenn man sich dann in die Ecke legt. Okay, manchmal schon, aber ich habe auch keine Ahnung. Komm, raff dich auf, vielleicht klappt das ja. Cool, ich gucke den Pilz an. Das ist aber ein realistisches Bild, am Tisch sitzen. Oh, da ist ein Pilz in der Ecke, den guck ich jetzt an. Ah, die hat keinen Job, das stimmt. Was? Achso. Marvin geht jetzt arbeiten.
Marvin macht das jetzt richtig gut. Na, Marvin. Jawohl. Ja, das ist schon realistischer, dass ich morgens auf die Toilette muss. Das heißt morgens. Ist ja schon, naja gut, noch 9:30, alles in Ordnung. Und dann ist auch mein Soziallevel morgens immer. Da muss ich unbedingt irgendwas Cooles machen, mich mit Leuten unterhalten, damit ich morgens nicht denke, schreiben, Job suchen, Bestellungen, Haushalt, Kontakte knüpfen, chatten mit, wen kenne ich denn? Ich bin mit der Sophia Björksen befreundet. Alles klar, warum auch nicht. Marvin ist zur Arbeit. Und wir können... Ja, ich lasse den Teller auch immer stehen. Da steht auch noch ein Teller neben mir. Alles gut. Ist alles sehr realistisch gehalten. Dann würde ich sagen... Oh, dein Team für unsere Nummer gegen Kummerfinder. Sehr gut. Dann würde ich sagen, überlassen wir Marvin erstmal seinem Schicksal und kümmern uns jetzt gerade mal um Moe und Chloe und schauen, was bei denen so los ist. Ja, und gut. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr Kummer und Sorgen habt, denkt dran, es gibt wirklich diese Nummern gegen Kummer. Echt. Heiße Empfehlung von mir. Okay, dann ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal bei The Sims 4. Zeit für Drama, Zeit für Familienzwiste. Wir singen.